dieses oder jenes hören und sehen. Und oder beides. Wie sagst du immer? Guten Morgen, Welt. Guten Morgen, Welt. Auch extrem müde. Ja, was machen wir heute? Quad fahren. Das heißt, wir fahren so mit 4 Rädern durch die Wüste. Ja, ich bin schon sehr neugierig. Das hat mein Schatz ausgesucht. Teilweise werden wir Vollgas geben. Teilweise werden wir aber ziemlich gemütlich fahren. Und warum wir eigentlich fahren, wissen wir gar nicht, weil es ist ja irrsinnig deppert, mit einem Motorradl oder mit einem Quad oder mit einem Auto durch die Wüste zu fahren, weil du siehst ja nichts, du fährst ja nur auf Sand. Ist es das, was so außergewöhnlich ist? Wir werden es sehen. Das ist etwas, das machst einmal und nie wieder. Man denkt, jetzt sind wir schon mal da und kann mit einem Fahrzeug durch die Wüste fahren. Genau. Am Motorradl war man ja genauso recht gewesen, es geht ja nur um das Fahren. Genau. Wir werden das sehen, was uns da erwartet. Wir werden schauen, was zum Sehen gibt. Liebling, wie spät ist es jetzt? 7.11 Uhr. 7.11 Uhr, also wieder mitten in der Nacht. Mitten in der Nacht, Schatz. Andere Leute stehen jeden Tag um die Zeit auf, um ins Büro zu gehen. Meine Freundin sagt immer, sie arbeitet, wenn sie kommentiert. Also für sie artet das schon in Arbeit. Mein Herzblatt hier sagt immer, er arbeitet, wenn er diese Aufzeichnungen macht. Also das artet alles in Arbeit aus. Das heißt, wir sind Workaholics beide, weil wir arbeiten rund um die Uhr. Und sogar im Urlaub. Gar im Urlaub, so deppert muss da mal sein. Ja, wirklich. So, ich werde mir da. Aber noch im Urlaub, machen. Im Urlaub deswegen deinetwegen. Genau, deinetwegen. Super, die riecht mir nämlich immer nach dir. Ich meine, ich bin jetzt ist ganz cool gegangen, wir haben die halbe Wegstrecke hinter uns. Ja, die halbe Wegstrecke. Das ist ein Rütteln und ein Schütteln, Ärger wie am Zug. Das ist wirklich schlimmer wie am Zug. Also jetzt warten wir nur mehr, bis der Karabiner sie uns abholt. Also empfindlichen Magen darf man da nicht haben. Nein, aber es ist cool. Es ist schon. Es ist sehr cool. Da durch die Wüste zu pressen. In ein
Beduinendorf die Wegstrecke 22 Kilometer hin, 22 zurück, also rund 140 Kilometer. Ja, wir haben auch Glück, dass die Sonne nicht scheint. Irgendwas Mango-mäßiges oder so. Glaubst du nicht?